Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's alle gut. Ich mache heute wieder ein ganz einfaches, schnelles Video oder mal was ganz Schnelles, Einfaches. Salzkartoffeln stehen schon. Kartoffeln geschält, geviertelt, rein in den Topf, Wasser drauf, ein bisschen Salz dazu, eingeschaltet, vor sich hin köcheln lassen. Ich mache heute ein tschechisches Sauerkraut unter anderem. Gemischt mit einem Weinsauerkraut. Dazu habe ich zwei kleine Zwiebeln vorbereitet, zwei Lorbeerblätter und drei Wacholderbeeren. Ich hätte zwar gerne einen Kümmel mit hingemacht, aber ich habe keinen normalen Kümmel da. Ich habe nur den Kreuzkümmel da, also die Kümmelkörner. Ja. Und deswegen müssen wir darauf verzichten. Und dann habe ich eine französische Blutwurst. Nennt sich Bodine Noir aux Oignons. Also Bodine Noir aux Oignons. Wenn ich das richtig gelesen habe. Mein Französisch ist leider noch etwas unter aller Katastrophe. Ja? So. Was mache ich jetzt? Ich mache das Sauerkraut auf, tue das in den Topf, viertel die Zwiebeln, tue die Lorbeerblätter rein, tue die Wacholderbeeren rein, tue einen Schuss Wasser dazu, man kann auch einen Schuss Weißwein nehmen. Und anschließend kommen die Würste aufs Kraut, das Ganze wird angezündet und wird ungefähr eine halbe Stunde so vor sich hingeköchelt. Wenn ich das jetzt gemacht habe, zeige ich euch noch, wie man eine schnelle, schmackhafte Zitronenlimonade macht. Und ich fange jetzt einfach mal an, mein Sauerkraut aufzuschneiden und in den Topf zu platzieren. So, zack, bumm, ich bin ein brutaler Mensch. Ich nehme ein Messer dazu. Andere nehmen eine Schere. Ja. Meist ist in dem Sauerkraut auch noch ein bisschen Flüssigkeit noch drin, was das Ganze natürlich noch ein bisschen unterstützt. Ne? So, das ist der eine Beutel. Jetzt kommt das tschechische Sauerkraut rein. Was da konkreter Unterschied ist, weiß ich nicht, aber es schmeckt sehr gut. Wir haben es nämlich schon mal ausprobiert. Das kommt auch in den Topf rein. So, jetzt kommen natürlich die Kritiker zum Zug. Die haben ja das Sauerkraut nicht selber gemacht. Nein, ich mache kein Sauerkraut selber, weil ich es A nicht kann und B auch nicht die Zeit dazu habe, beziehungsweise die Lust und Energie. So, die zwei Lorbeerblätter mit rein, meine drei Wacholderbärchen, die Zwiebeln geviertelt und einfach mit reingeschmissen. Zack, bumm. Etwas. Eau. Das Wort in Französisch für Wasser ist Eau. Für heißes Wasser ist Eau Chaude. Jetzt lernt er auch gleich ein bisschen Französisch jetzt mit. Tue ich dann kräftigen Schuss mit rein, dass das nicht anbrennen kann. Muss man auch dann zwischendurch mal umrühren. Dazu nimmt man einen Kochlöffel, bekanntlich. Und jetzt müssen wir die Würste aus der Verpackung kriegen. Die sind nämlich hier sehr gut eingeschweißt. Ja. Ich muss dazu sagen, in Frankreich gibt es sehr gute Wurst teilweise. Man muss ausprobieren, was einem schmeckt. Aber so für Sauerkraut und so gibt es sehr gute Würste. Ja, also nicht nur die, beziehungsweise es gibt auch die Monteux-Wurst zum Beispiel, eine etwas fettige Wurst, aber geschmacklich hervorragend, kann ich jedem nur empfehlen. Kriegt man allerdings nicht überall, leider. Ja, aber wenn man mal zufällig in einem Laden eine Monteux-Wurst sieht, sollte man tatsächlich zugreifen. Die kann man auch sehr gut in Suppen verkochen. Die heißt Monteux-Wurst. Was? Monteux-Wurst heißt die. Monteux. Monteux. Habe ich das nicht gesagt? Nee, Monteux hast du gesagt. Ah, Monteux, okay.
Ja. Mortö. Und wie heißt der Käse? Comté-Käse heißt der. Comté-Käse, also der ist auch sehr gut. Kann man auch sehr gut zum Kochen verwenden. Sehr schmackhaft. Da gehst du jetzt raus. Ah, oh, das ist, gepasst. Wenn es in der Verpackung steckt. So, jetzt zündle ich das Ganze an. Mit Gas. So, das Plastik schmeißen wir dann weg. Kochlöffel liegt bereit. Brennt. So, die Kartoffeln sind bald fertig. Kann man feststellen, indem man ein kleines Messer nimmt oder was Spitzes und einfach mal reinsticht. Dann merkt man, wie weich sie sind. Ja, dann muss man sie nur rechtzeitig ausschalten. So, jetzt habe ich wieder keinen Lappen da. Super. Zack, bumm. So, jetzt habe ich hier eine 1,5 Liter Flasche Wasser. Das ist für unsere schnelle Zitronenlimonade. Ich nehme immer entweder frisch gepressten Zitronensaft, geht auch. Oder eben das Zeug ist auch 100% Zitrone, meistens rein. Kann man aber drauf schauen, stellt man dann schnell fest. Steht nämlich was drauf dazu. Ah, das ist wieder ein super Verschluss. Papa muss mal schauen. Ah, das ist, wenn man mit dem Alter blind wird langsam. Ah, jetzt da. Okay. So, jetzt tue ich da einfach das Zeug ins Wasser rein. Und zwar einen kräftigen Schluss. Meistens nehme ich so eine ungefähr eine halbe Flasche von diesem gelben Fläschchen. So in etwa. Und es kommt darauf an, wie stark man den Zitronengeschmack auch haben will, wie sauer es sein soll oder nicht. Ja, aber im Notfall, wenn man es zum Beispiel für Kinder macht, die es gerne süß haben, nimmt man einen Trichter und tut etwas Zucker mit rein. Für euren persönlichen Geschmack empfehle ich es einfach. Probiert einfach aus, wiegt den Zucker ab oder nach Esslöffeln oder irgendwie. Dann wisst ihr, wie ihr das macht. Ja, ihr könnt auch das Zitronenkonzentrat oder euren Zitronensaft abmessen. Dann könnt ihr es genau machen. Ja, dann könnt ihr die Zitronenlimonade auch in einer gleichbleibenden Qualität herstellen für eure Kinder. Bei Normungen sind ja heutzutage unwahrscheinlich wichtig in Deutschland. Für uns nicht. Deswegen mache ich das Auge mal B. Das Ganze dann kräftig geschüttelt. Probiert. Très bien. Sehr gut. C'est bon. C'est bon heißt so viel wie sehr gut. Und jetzt sage ich au revoir, auf Wiedersehen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Micha von Family on Tour.